Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem Stream. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, denn anstelle meines Chattes habe ich gerade einfach random ein Twitch-Video gesehen. Egal, Leute, heute, weil ohne 15 Minuten Timer und hast du nicht gesehen, ich muss jetzt nämlich einen Test machen. Ich habe nämlich gerade sehr, sehr lange Zeit dran gesessen, hier alles einzustellen. Deswegen fehlt mir die Zeit, einfach diese 15 Minuten zu machen. Und deswegen, ja, herzlich willkommen zu The Outer Worlds zurück. Und zwar folgendermaßen. Das hier wird das Let's Play, also es wird weitergehen. Ich würde das gerne halt streamen und deswegen werde ich heute mal einen Test machen. So, das heißt, wenn ich mit irgendwelchen Leuten spreche, es sind nicht meine Katzen, es sind wahrscheinlich Leute aus dem Chat. So, ja, wir waren hier stehen geblieben. Und, ich habe da so ein bisschen schon was gemacht. Ich bin hier schon mal rumgelaufen und habe nochmal weitergesucht. Wir wollten eigentlich hier durchgehen. Allerdings habe ich gesehen, dass wir irgendwo etwas vergessen haben. Und ich wette, ich werde es nicht auf die Reihe kriegen. Weil ich weiß nicht mehr, wie das Spiel funktioniert. Da lebt doch schon was. Kleiner Test. Okay. Die Zielübung fast bestanden. Mit dem zweiten Schuss. Aber gut. So. Wo? Irgendwo habe ich hier einen Gang gesehen, den ich übersehen habe. Ah, ich glaube, das war hier unten. Irgendwo hatte ich hier etwas übersehen. Und guck mal da. Okay. Okay, das kriegen wir hin. Welche Taste war das? Okay. So kann ich gar nicht verfehlen. Okay, das war nicht schleichen. Es ist hier. Okay, das ist. Das ist geplündert. Das ist nicht geplündert. Aber wenn hier ein Viech war, wieso war da alles geplündert? Ich schwör's euch, Leute, ich irgendwo war ich hier nicht. Gucke mal. So, ey, ich muss mal ganz kurz gucken, welche Tasten ich überhaupt drücke. Okay. Hier wollte ich hin. Was für Waffen habe ich denn gerade parat? Gedankenkontrollstrahl. Ja, der ist ja nice, aber bei Robotern wahrscheinlich nicht so wirklich nützlich. Der Hammersmith. Das ist meine aktuelle Waffe. Handfeuerwaffe und die Sterbehilfe. Na gut, ich würde sagen, wir legen einfach mal los und gucken, wie viel Schaden wir der. Ist er schon tot? Habe ich schon immer so viel Schaden gemacht? Oh, hi. Habe ich schon immer so. Ruf bei Vorstand gesägt? Warum? Hey! Kann das sein, dass sie am Leben waren, weil wir uns hier durchgeschlichen haben? Haben wir uns hier durchgeschlichen? Leben sie deswegen alle? Warte, das muss geprüft werden. Da liegt auf jeden Fall noch Schrott. Nee. Hä? Einfach weil ich kann. Habt ihr den No-Scope gesehen? Pass auf. Ich töte den, ohne dass er mir überhaupt Schaden zufügt. Haha. Oh. Okay. Ich habe mein Versprechen gehalten. Ja gut, scheiß auf den Vorstand, ganz ehrlich. Wo gehe ich hier hin? Vor allem, ich find's sehr schön, dass es der Ruhestandsviertel ist. Weil du kommst hierher und bist einfach tot. Wir haben uns hier durchgeschlichen. Oder? Nee, die sind ja friedlich. Moment. War das schon immer ein Gang? Ah, da kommt. Hä? Da kommt man ja gar nicht durch. Also jetzt fühle ich mich verarscht. Bin ich jetzt da rausgekommen? Oder nee, hier? Lol. Okay. Man hätte sich einen riesen Umweg sparen können, aber was soll's. Übrigens dient der Test gerade auch dazu, weil ich Probleme mit meinem Mikrofon hatte. Im Stream, nicht in Aufnahme, seltsamerweise. Und deswegen mache ich hier quasi knapp eine Stunde einen Stream. Und dann schaue ich mir den Stream einfach komplett an. Und hoffe, dass ich da keine Fehler finde. Und wenn ich Fehler finde, dann raste ich halt aus. Ist das so. Dann muss ich mir was Neues überlegen.
Aber plündern wir hier erstmal alles. Und dann gehen wir durch die besagte Tür, die wir am Anfang des Streams gesehen haben. Aber zuerst sollte ich mich informieren, was machen wir eigentlich gerade? Tagebuch. Rückruf aus dem Ruhestand. Hortense Ingalls B., seltsamer Name, eine Bürgerin aus Byzantium, hat dich gebeten, das vorzeitige Ruhestandprogramm des Vorstands zu untersuchen. Ah, okay. Ich habe es untersucht, habe festgestellt, dass der Ruhestand einfach nur ein Massengrab ist. So als kleinen Reminder an euch. Ja, guck mal, hier sind sie alle tot. Also, aber alles rechtens. Alles rechtens, was ich gemacht habe. Und jetzt gehen wir zurück und sagen, hey, das ist kein Ruhestand. Das ist in der Friedhof. Und dann muss ich gucken, wo wir bei den anderen Quests stehen geblieben sind. Ich weiß, dass wir noch im Byzantium rumhängen. Was ich ehrlich gesagt gedacht hätte, dass es das die finale Stadt wäre, aber das war dem leider nicht so. Was zum Teufel? Okay. Das Spiel kam mit der Stadt nicht klar. Kann ich verstehen. Würde ich auch nicht. So, wo ist die Troller? Da hinten. Ah, wenn ich jetzt wüsste, wie ich da hochkomme. Ich sehe einen Weg. Wieso habe ich rote Punkte auf der Karte? Nein, die sind hinter mir her! Das gibt's doch nicht! Ich habe Roboter getötet! Ach du Scheiße. Ja, gut. Ist ein bisschen blöd. Aber dann prügeln wir uns hier halt durch. Du wirst mir nichts tun, oder? Gut. Ich töte halt einfach alle in der Stadt. Ist mir egal. Ich habe den Fehler gemacht und den werde ich jetzt ausbügeln. Puh. Ich bin OP. Was wollt ihr denn? Ich mache euch alle kaputt. Und den da auch. Als kleine Zugabe. Den kann ich nicht töten. Wie unfair ist das denn? Aber du gehst jetzt nicht auf mich los, oder? Na gut. Dann lasse ich dich am Leben. Hast du Glück gehabt. Du bist auch böse. Das habe ich zu spät bemerkt. Habt ihr das gesehen? Hab ich doch easy getroffen. Cheater. Und als kleine Zugabe. Er hat's nicht mal bemerkt. Sie hat's nicht mal bemerkt. Sie hat's nicht mal bemerkt. Oh Mann. Okay, wir müssen uns einfach nur bis zur Troller durchblasen. Ach du Scheiße, sind da viele. Aber zum Glück bin ich ein Sniper, der dich treffen kann. Okay. Das ist einfacher als gedacht. Ich hoffe inständig, dass mir das nicht noch zum Nachteil wird. Achso, der Möter. Da klirrt der Möter rum. Ja, soll er mal. Oh. Die merken nicht mal, dass sie sterben. Nein, Hortense! Wir sind Freunde! Ich muss dir die Quest geben. Rede mit mir. Hortense! Es ist jetzt ein bisschen kacke. Ohne Kopf kann sie leider nicht reden. Ich habe das leichte Gefühl, dass ich es irgendwie verkackt habe. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Eventuell. Gut, was haben wir hier denn noch? Ah, nein, wir müssen hier noch weiter durchlaufen. Sprich mit den Wachen. Gute Idee. Werde ich definitiv machen.
Ich werde dir mit meiner Sniper eine Nachricht schicken. Ich habe das Päckchen des Ministers von HBS. Wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Haben wir da noch einen Speicherstand? 2 Stunden her. Okay, folgendes. Ich kann ja nicht speichern. Okay, wir akzeptieren das. Wir akzeptieren meinen Fail und wir versuchen mal mit der Wache zu reden, die auf meiner Karte schon ein roter Punkt ist. Hallo? Hat jemand Lust mit mir zu reden? Nein? Warum nicht? Ich dachte, ihr seid alle nett. Oh, optional. Quest bestanden. Easy. Hätte ich nicht gedacht. Oh nein, jetzt kommt... Jetzt habe ich doch den Wirt umgebracht. Oh nein. Oh nein, es tut mir so leid. Notiz, oh. Ich habe eine Notiz gefunden. Alles gut. Das macht's besser. Wo finde ich diese Notiz? Notiz an Mr. Billingsley. Will, ich weiß nicht, ob du meine letzte Nachricht bekommen hast, aber könntest du bitte deine Robotereinheiten mit ein paar Drinks runter in die Wartungstunnel schicken? Ich vermisse meine Near Maple Liköre. Außerdem bitte vernichte diese Notiz, nachdem du sie gelesen hast. Ich schulde dir was. Rachel. Ah, vernichtet hat er sie nicht, aber ich habe ihn dafür vernichtet. Ausgleichende Gerechtigkeit nenne ich das. Okay, prügeln wir uns zur nächsten Quest durch. Oder zum nächsten Questziel. Ach, okay. Ich sehe schon. War die Tür nicht gerade noch offen? Achso. Navigationsprobleme. Ja, die Roboter schmeißen jetzt den Laden. Passt schon. Okay. Minister Clark. Ich hoffe, du hast nicht allzu viele Wachen bei dir. Das könnte sonst problematisch werden. Oh, zumindest habe ich hier die Wachen ausgeschaltet. Kann ich hier rein? Ja, easy. Kann ich dich noch looten? Ja gut, den Schlüssel hatte ich schon. Dann gehen wir mal rein. Oder warte, es gab da noch eine Option, ne? Ich muss halt wir spielen hier auf dem schwierigsten Härtigkeitsgrad, ja. Du bist auch so ein Härtigkeitsgrad, Zero. Auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad, so. Und wir sollten halt wirklich jede XP mitnehmen, die wir kriegen können. Auch wenn ich sie gerade alle one-shotte, das wird sich definitiv ändern wieder. Du hast erfahren, dass der Minister manchmal Pakete von HPS erhält. Wenn du mit einem Paket bei ihm auftauchst, könnten die Wachen dich vielleicht einlassen. Das ist eine gute Idee. Das ist eine richtig gute Idee. Wenn wir die Wachen irgendwie umgehen könnten, die da auf dem Boden blutend liegen, wäre das richtig gut. Gehen wir doch mal da runter. Ist ja nicht weit weg. Schauen wir mal. Ich muss sagen, bisher läuft das ganz gut. Außer, dass ich zum Massenmörder geworden bin. Es gibt Dinge, die kann man nicht ändern. Dies ist ein Überfall. Was habe ich jetzt schon wieder verkackt? Was habe ich jetzt schon wieder verkackt? Gar nichts. Laborschutzmonokel. Wofür du auch den immer gebraucht hast. Ja gut, dann ist so. Jetzt hat sich nichts... Doch, nee, hat sich nichts aktualisiert. Hä? Muss ich nicht verstehen. Gut, der hat seine Tür abgeschlossen. Sehr schlau. Die anderen waren leider nicht so schlau. Ah, oh, okay, da komme ich nicht rein. Ist das widerlich. Wie komme ich da jetzt rein?
Oh. Guten Tag, Customer. Carry on. Was wollen Sie? As you were. Hey, dann kannst du ja gehen. Okay, ich denke, wir haben ein kleines Problem. Vielleicht hätte ich sie nicht erschießen sollen. Ich sollte nicht auf alles schießen. Wir lernen daraus. Schieß nicht auf alles, was sich bewegt, Zero. Schloss knacken 60. Ja, wir gucken mal. Vielleicht reicht's aus, wenn wir ein bisschen was essen. Erstmal mein Charakter. Gucken wir mal an. Tragekapazität, taktische Ziel, bla bla. Hier Nahkampf, okay. Unterdurchschnittlich, Malus. Kosten für Bewegung während taktischer Zeit. Was ist das denn? Stärke ist unterdurchschnittlich. Achso, wegen Essen und so, ne? Fähigkeiten. Wir müssen gucken nach Schlossknacken. Wir haben derzeit 33. Essensentzug, paranoid und erschütternd. Oder erschüttern. Gut, das mit dem Erschüttern kann ich wahrscheinlich nicht ändern. Den Essensentzug kann ich ändern, indem ich was esse, logischerweise. Achso, mein Essen ist voll. Ich habe auf mein Trinken geguckt. So. Jetzt haben wir Schlossknacken auf 50. Das heißt, uns fehlt noch 10. Kriegen wir das irgendwie geschissen? Das ist hier die Frage. Was haben wir hier? Kopf- und Schwachstellentreffer. Ja, das sparen wir uns für starke Gegner auf, wenn wir es brauchen. Da negativer Statuseffekt. Habe ich das noch erschüttern? Habe ich das erschüttern noch? Wo war denn das jetzt? Wo ist das denn? Der Vorstand. 100% schlecht. Passiert, ne? Ikonoklasten auch scheiße. Die sind wenigstens gut. Die sind gut. Ich bin gleichzeitig gut und schlecht. Also neutral. Was habe ich denn mit denen gemacht? Naja. Schaden gegen Kreaturen, überzeugen, ja. Ich bräuchte eigentlich Schloss knacken, ne? Führungsfähigkeiten überzeugen. Ja, nur weil ich den Zylinder so geil fand. Okay, wir müssen es irgendwie schaffen, unsere Geschicklichkeit zu boosten. Was haben wir denn hier? Nahkampfwaffen, natürliche Lebensregeneration, will ich gar nicht lesen, ist mir zu viel. Geistattribute. Es ist doch bestimmt hier Hans-Dieter, oder? Schlossknacken. Ist das was Geistliches? Was haben wir denn noch hier? Natürliche, hast du nicht gesehen, bla bla. Taktisch hast du nicht gesehen. Abklingzeit, Körperattribute, Persönlichkeitsattribute. Geist, ich ziehe mir das einfach rein und dann gucken wir mal, ob das irgendwas geholfen hat, ne? Ja, offensichtlich nicht. Schlossknacken ist anscheinend nichts Geistliches. Wir lernen, Leute, wir lernen. Das habe ich gar nicht erst mitgenommen. Ich dachte mir wahrscheinlich, ach, Schlossknacken. Wer braucht denn Schlossknacken? Ich anscheinend. Körperattribute, Schwachstellen. Ich glaube, ich habe nichts dabei. Scheiße. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, nein, ich habe nichts dabei. Ja, Scheiße, Geistertrieb. Ach nein, ist ja nichts Geistiges, ne? Ich bin eine geistige Nulpe, bin ich. Ich meine Körperattribute, ne? Wenn es nichts Geistliches ist, muss es ja körperlich sein.
Rein theoretisch. Okay, gucken wir mal. Was sagt mein Inventar? Mein Charakter. Schlossgedanken ist auf. Okay, wir haben es auf 53 geschafft. Es ist aber noch lange keine 60. Habe ich irgendwelche Rüstungen dabei, die ich drauf tun kann? Überzeugen. Wieso? Schaden gegen Kreaturen, nee. Na, okay, können wir vergessen. Kriegen wir nicht auf. Gut. Gehen wir zurück. Schade. Ah, ich hätte das gerne das Paket mitgenommen. Ich glaube, mein Fehler war es tatsächlich, dass ich sie einfach getötet habe. Ich denke, ich hätte mit denen quatschen können und dann sagen können, hey, Jungs, ich bin der DHL-Inspektor. Ich inspiziere die Kartons, ob sie noch vollständig sind. Oh, überall rote Dreiecke. Ausweis-Einheit, der sieht wenigstens freundlich aus. Oh, guck mal. Ich meine, jetzt wir sind sowieso schon am Arsch, ne? Da kann ich auch hier lang gehen. Guck mal, getötet habe ich die auch schon. Ja, Mensch. Easy. Dann gehen wir jetzt von hinten rein. Aber da ich getarnt bin, sind das nicht mal mehr Feinde, ne? Hallo, ich bin freundlich. Ich bin der freundliche Nachbar, der alle eure Leute umgebracht hat. Keep your eyes out for dissidents. Jojo, ich pass auf. Ich bräuchte eine Räumlichkeit, wo ich mich kurz ausruhen könnte. Wäre das irgendwie drin? Kann ich einfach vorbeigehen an dir? Ja. Super, jetzt bin ich hinten drin. Vorne. Nein, ich bin freundlich. Can't just wander around the minister's residence. What do you think you're doing? Meine Arbeit. Die eigentliche Frage ist, was glaubst du, was du hier tust? Me? I'm watching for suspicious activity. Na, dann mach mal lieber weiter damit. Now you've got me all confused. Was war der Plan? I don't have any visitors on file today. UDL related or otherwise. I won't report this, but you need to leave. Okay, ich bin schon weg. Okay, ich hoffe, das ist nicht der Ausgang. Jetzt konnte ich mich da gar nicht umschauen. Ich hätte sie auch einfach alle umbringen können. Ich meine, jetzt hassen mich sowieso alle. Dann schadet es nicht, wenn ich den einen oder anderen noch umbringe. Ich bin verwirrt. Nein. Nein, ich bin nicht im Kreis. Ich bin im Kreis gelaufen. Ich bin einfach im Kreis gelaufen. Okay, ich muss irgendwie hochkommen. Aber es gibt hier keinen Punkt, wo ich mich verstecken könnte oder so, ne? Hier ist die Bar, klar. Aber jetzt habe ich wieder drei Versuche. Ah. Ja gut, da wäre der Haupteingang besser gewesen. Ich muss so kurz was klauen, bin gleich da. Oh, stimmt. Vielleicht sollte ich das nicht vor deren Augen machen. Okay, gehen wir einfach mal hoch. Schneller. Ich war es nicht. Oh Gott. Hey, Soldier. You can't just wander around the minister's residence. What do you think you're doing? Was auch immer ich möchte. What did you say? Was auch immer ich möchte. Habe ich etwa gestottert? Calm down. I'm not looking for trouble, but you can't be here. Get going and don't cause a scene. Okay, aber nur ausnahmsweise. Okay. Ich meine, wie soll man das hier ehrlich machen? Ich meine, klar, man hat drei Versuche, um hier hinzukommen, aber irgendwie kann man sich hier auch nicht wirklich durchschleichen. Mann, das kostet zu viel Zeit. Oh.
You! You just slaughtered those guards, and for what? To speak with me? What could possibly be so urgent? If this is about another Aetherwave clip or radio spot, you may kindly fuck off, as the parlance goes. I'm not doing any more. Okay, der ist ja nett. Ich kann das nicht aussprechen, deswegen werde ich das nicht machen. Wovon redest du? Slowly and loudly, Aloysius, that's the only way these morons understand anything. I said, you may tell Charles to go fuck himself. Wer war nochmal Charles? Nenn mich nicht noch einmal ein Deppen oder du bist tot. Oh, terribly sorry. I thought you were part of Rockwell's PR team. But if you're not... Nein. That means you're a dissident? A real live dissident? But what are you doing here? And how did you get in? Eine Sekunde. Was ist ein Dissident? Ja, natürlich kann ich das wiederholen. Was ist ein Dissident? Ach. Ich muss das googeln, wenn meine Katze mich lässt. Das muss ich jetzt googeln. Ich weiß nicht, was ein Dissident ist. Dissident. So, Dissident. Von einer offiziellen Meinung oder ähnliches abweichend. Ich bin doch kein Bekloppter. Ja, okay, ich versuch's zu lesen, okay? Ich bin wegen des Dimethylsulfoxids hier. Das ist gar nicht mal so schwer. Dimethylsulfoxid. Drugs, of course. What else? Why did I get my hopes up? Back to idiot speak. Na super. I don't have any drugs. You should try a vending machine or a purveyor of curative goods. Okay, das ist nett. Es sind keine Pharmaka, sondern Chemikalien. Und wenn du sie nicht bestellt hast, wer dann? Process of elimination. The only other person with access? Of course, it's Rockwell again. Who else? And I thought he was only holding me here to keep me out of the way. Du sagst, der Vorstandsvorsitzende Rockwell hat dich hier eingesperrt? You are a quick study, indeed. I've long suspected Rockwell of transacting business in my name, but this proves it. Whatever it is that brought you here, Rockwell's the one behind it. Und du erwartest, dass ich das glaube? After seeing this place, is it really a stretch? I've been confined to this house for years, and even I can tell you, things aren't right in Halcyon. Whatever Rockwell's doing, he'll be doing it from the HHC headquarters. Your best lead is to look for details in his office. Why, this is starting to sound like an issue of Dissident Hunter. Die HHC-Zentrale? Die ist aber jetzt nicht hier, oder? Halcyon Holdings Corporation, the collective of companies that run the colony together. Allegedly in partnership with the Earth Directorate and appointed Minister of Earth. Okay, okay. Die entscheidende Frage. Ist dieses HCC hier auf Byzantium, bin ich geliefert? Via the Acropolis District, of course. That's where the most important corporate and government facilities are. But only board employees are allowed into the district. There's a heavily guarded checkpoint just down the street. There might be a route through the maintenance tunnels, but I'm afraid I don't know specifics. Most people avoid the area for obvious reasons. Es ist hier in Byzantium. Ah. Okay. Aber ich fürchte mich nicht vor ein paar Wachen. That's good, because there are sure to be more at headquarters. When you reach the HHC building, this access card should get you up to the executive suites, where the chairman's office and what used to be my office are. Der gibt mir einfach so die Zutrittskarte? Ich könnte Massenmörder sein.
Bin ich auch, aber er weiß es ja nicht. Was, früher mal dein Büro? Oh, I haven't been allowed up there in years. I shudder to think what Rockwell's done with the place. A gilded minibar, perhaps? A personal theater? A man has too much money and too little sense. Oh, dann mache ich mich mal auf den Weg. Wait. Rockwell has one of the only terminals capable of transmitting to the Earthbound message drone. This is our chance. Please, take this and transmit it from his office. Rockwell hasn't given me any messages from Earth for years. He's desperate to keep me out of contact with the Earth Directorate. But they need to know what's happening here. Ich musste kurz eine Katze beseitigen. Was befindet sich auf diesem Modul? What isn't on it is the real question. I've gathered meeting minutes, internal messages, sustainability reports, and more, all exposing the corruption and mismanagement plaguing Halcyon. Once the rest of the Earth Directorate sees it, they'll have to send help. Was für ein Quatsch. In the name of the architect, what hope is there if this is our best chance? It's all I can do. Please, won't you at least try? Hey, war das schon. Good. Halcyon is in dire need of someone like you. Kommt so ein Typ bei ihm in die Bude, tötet alle. Heißt er. Das Schicksal liegt in deinen Händen. Jetzt muss ich auch noch rausgehen. Kannst du dich wenigstens mich als freundlich markieren? Aber dafür beklaue ich dich jetzt hier. What do you think you're doing? Ich wollte gerade gehen. Well then. Okay. I don't know what you're up to, soldier, but you better have a good reason for being here. Ist schon abgelaufen? What are you talking about? Ja, ja, doing my job. Ja. Fine. But ich bin schon weg. Bin schon so. Ja, ist gut. Ich bin auch weg. Okay. Wir haben keinen Versuch mehr frei. Wir beeilen uns jetzt hier raus.